Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und heute starten wir mal ganz früh am Morgen, und zwar um 4.42 Uhr in Heilbronn mit einem Zug der Baureihe 425. Nicht mein Lieblingszug, deswegen hier nicht weiter im Video zu sehen. Gibt auch genügend andere Videos darüber schon. Dann ging es mit einem IC2 weiter in Richtung Singen. Auch das schon mehrfach im Video zu sehen gewesen, deshalb hier nur ein paar schöne Bilder vom Sonnenaufgang. Sind natürlich auch noch ein paar andere Züge auf der Strecke unterwegs, wie zum Beispiel hier der Talon 2 im Bewegtdesign. Und ja, so ging es dann über die Gäubahn bis nach Singen. Am frühen Morgen alles noch. Die ersten Züge des Tages habe ich da überhaupt benutzt. Und wenn man so früh losfährt, hat es natürlich auch einfach den Vorteil, dass man so schöne Sonnenaufgänge während der Fahrt genießen kann. Wie hier zum Beispiel in Rottweil mit dem ThyssenKrupp Fahrstuhl Testturm. Steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, da will ich auch unbedingt mal oben hochfahren. Sicherlich sehr lohnenswert. Aber jetzt in dem Fall ging es für mich noch deutlich weiter. Und ebenfalls bei Rottweil kam dann auch zum ersten Mal wirklich richtig die Sonne raus. Und da gab es wirklich einen traumhaften Sonnenaufgang, weil sich das alles so schön golden gespiegelt hat in den alten Waggons, die hier am Bahnhof abgestellt sind. Und auch an den alten Loks. Also es war wirklich schon ein schöner Anblick, muss man schon sagen. Ja, aber nicht nur für diesen schönen Anblick hat sich das frühe Aufstehen auf jeden Fall gelohnt, sondern auch für die Reise selbst, denn das sind einige Highlights hier, die jetzt kommen werden. Und zwar wird es wieder so eine kleine Serie sein. Jedes zweite Video wird von dieser Reise handeln. Wohin es genau geht, werdet ihr dann im Einzelnen in den jeweiligen Videos erfahren. Ich kann schon so viel verraten, es ist auf jeden Fall die Anreise zu einem ganz besonderen Zug, den ich schon länger fahren wollte. Aber genaueres seht ihr dann in den späteren Videos, denn jetzt geht es hier erstmal bis Singen. Dort steige ich aus und wechsle auf die SBB, allerdings auf den Seehaas, der so rein innerdeutsch zwischen Engen und Konstanz fährt. Und ich fahre eben von Singen bis nach Konstanz mit. Und jetzt kann man hier so in der Ferne, während es entlang des Bodensees geht, schon zumindest so erahnen, in welche Richtung es gehen könnte. Und dann ist Konstanz auch erreicht. Hier die Rheinbrücke. Genau dort übrigens Rheinkilometer 0. Hier fängt offiziell nach Rheinkilometrierung der Rhein an. Stimmt natürlich so nicht, weil der fängt viel weiter in den Alpen an. Aber das nur am Rande. Ja, in Konstanz endet dann der SBB Seehaas, den ich ja auch schon mal ausführlich an einem anderen Video vorgestellt habe. Und ich steige hier aus, kann am gleichen Bahnsteig dann in den Turbo einsteigen. Ja, und wir schauen hier erstmal kurz in den Innenraum, also in der zweiten Klasse eine 2+3 Bestuhlung, relativ eng. Und in der ersten Klasse dann 2+2 Bestuhlung mit Ledersitzen. Ähnlich wie auch im SBB Seehaas, den wir gerade gesehen haben. Ja, Turbo, wofür steht das denn überhaupt? Das sind regionale Züge, die im Bereich Thurgau fahren und entlang des Bodensees. Express nach Kreuzlingen, Hafen, Romanshorn, St. Gallen, Herisau. Turbo wünscht Ihnen eine gute Fahrt. Aus diesen beiden Wörtern ist dann auch Turbo zusammengesetzt, also Tur für Thurgau und Bo für Bodensee. Ja, direkt nach dem Bahnhof von Konstanz wird dann auch die Grenze überquert, man fährt nach Kreuzlingen und dann geht es weiter entlang des Bodensees, hat man immer einen schönen Blick. Hier seht ihr dann den Bodensee-Katamaran, den ich ja auch schon in einem Video vorgestellt habe. Ja, Turbo nutzt auf seinen Strecken hauptsächlich Fahrzeuge vom Typ Stadler
GTW. Allerdings nicht so, wie man die in Deutschland normalerweise kennt, mit Dieselantrieb, sondern eben elektrisch angetrieben. Ja, die nächste größere Stadt, die man dann passiert, ist Romanshorn. Und kurz dahinter dann auch die Abzweigung, das heißt, der Zug verlässt dann den Bodensee, fahren also nicht mehr direkt am Bodensee lang. Und dann geht es auch schon schnell und auch recht steil aufwärts in die Voralpenlandschaft. Und dann fühlt man sich auch direkt endgültig angekommen in der Schweiz. Denn wirklich nur wenige Minuten, nachdem man den Bodensee verlassen hat, sieht es eben so wie hier schon typisch schweizerisch aus. Ja, dauert aber nicht mehr lange und dann ist man schon in St. Gallen. Der Zug fährt noch etwas weiter, ich steige allerdings hier in St. Gallen aus. Für mich geht es von hier dann mit einem anderen Zug in einem der späteren Videos weiter. Außerdem möchte ich euch auch noch die Stadt St. Gallen selber etwas zeigen. Deshalb verlasse ich dann eben hier den Zug. Und die Turbo-Regionalbahn Stadler GTW fährt dann eben noch eine Station weiter bis Herisau. Aber für mich eben hier das Ende und im nächsten Video geht es dann in St. Gallen weiter, beziehungsweise im übernächsten. Immer jedes zweite Video eben von dieser kleinen Serie. Hier seht ihr, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt und ich sage danke fürs Zuschauen, würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder einen geteilten Link sehr freuen und sage dann bis zum nächsten Mal.